Willkommen in einem BS7-Video zum Thema Datenschutz. Das Video ist für Fachinformatiker 12. Klasse gedacht, aber alle anderen dürfen sich das natürlich auch anschauen. Worum geht's? Wenn wir einen Rechner nutzen, produzieren wir Daten. Daten, die beispielsweise Name, Adresse, Alter, Geschlecht, Beruf, Schulbildung, unser Gesundheitszustand, Religionszugehörigkeit und so weiter. Oder auch solche Sachen wie unser Browserverlauf. Welchen Rechner nutzen wir? Welche Software nutzen wir? Welchen Provider? Wo ist der Provider? Sobald wir digitale Systeme nutzen, generieren wir fast immer Daten. Bestimmte Daten lassen jetzt Rückschlüsse auf die Person zu. Gut, Datenexperten würden jetzt auch sagen, ja gut, selbst der Browserverlauf, Computermarke und so weiter lassen auch Rückschlüsse auf die Person zu. Aber im Wesentlichen geht es darum, um Daten, die wirklich mit der Person als solches verbunden sind. Und diese personenbezogenen Daten sind besonders schützenswert. Im Wesentlichen, ich habe es ja schon gesagt, sind das sogenannte personenbezogene Daten. Und um genau diese personenbezogenen Daten soll es jetzt hier eben in diesem Video gehen. Nun, personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder einer bestimmbaren natürlichen Person. Eine natürliche Person, das sind wir. Es gibt auch juristische Personen, Firmen etc. Aber hier geht es wirklich um die einzelne Person, um die reale Person, um den Menschen. Nun, diese personenbezogenen Daten, die sind besonders schützenswert. Und die Frage ist, warum? Und das Bundesverfassungsgericht hat Ende der 80er war das, mal im Zusammenhang einer Volkszählung Folgendes festgestellt. Jeder hat ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und so haben die gesagt, das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und vor allem für die Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Nun, worauf hat sich das Bundesverfassungsgericht hier bezogen? Im Wesentlichen auf das wichtigste Gesetz, das wir haben, das Grundgesetz. Und hier steht ganz am Anfang, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und dass eben die Hauptaufgabe eben auch der staatlichen Gewalt ist. Und darüber hinaus haben sie dann noch den Artikel 2 gefunden, wo drin steht, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. Ja? Und das bedingt eben auch, wie mit seinen Daten umgegangen wird, weil das eben auch als Teil der Persönlichkeit angesehen wird. Klar, er darf nicht Rechte anderer verletzen und so weiter, aber im Wesentlichen sind das die beiden Grundgesetze, auf denen sich das Bundesverfassungsgericht bezogen hat. Und basierend darauf wurde das Bundesdatenschutzgesetz erstellt und das war relativ, also Datenschützer haben es als relativ fortschrittlich angesehen. Nun, und dann kam die EU mit einer eigenen Verordnung, der Datenschutzgrundverordnung. Laut Juristen hat die sich durchaus in gewissen Bereichen an dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz orientiert. Im Wesentlichen ist es so, dass hier für uns interessant der Artikel 5 ist, in dem steht, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise nach Treu und Glauben und einer für die betroffene Person, also uns, nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden müssen. Es ist jetzt so, dass diese europäischen Verordnungen ja erstmal in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und im Mai 2018 wurde eben diese Datenschutzgrundverordnung gültig und einhergehend damit das Bundesdatenschutzgesetz neu innerhalb hier der Bundesrepublik. Und dort ist jetzt eben festgelegt, wie wir eben entsprechend mit Daten umzugehen haben. Und eben den Artikel 5 und die Konsequenzen daraus, um die soll es jetzt hier in diesem Video gehen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf die DSGVO bzw. eben die Präzisierung in dem Bundesdatenschutzgesetz neu. Ja, basierend auf
Auf dieser Gesetzesgrundlage gibt es eben für den Nutzer und den Betroffenen Rechte und für die Auswerter der Daten eben auch Pflichten. Und zum einen hat der Betroffene ein Recht auf persönliche Verarbeitung. Das ist ganz interessant. Wenn rechtliche Entscheidungen basierend auf diesen Daten getroffen werden, die jetzt maschinell erzeugt werden, dann hat der Nutzer das Recht zu verlangen, dass eine reale Person sich mit dem Fall auseinandersetzt. Also der Algorithmus alleine hat an dem in der Situation oder bei rechtlich relevanten Fragen nicht das letzte Wort. Dann hat er ein Widerspruchsrecht, das heißt, er darf durchaus sagen, ich habe es mal anders überlegt, ihr dürft meine Daten jetzt nicht mehr nutzen. Und in Zusammenhang damit auch Recht auf Löschung. Das heißt, wenn er sagt, nö, ich möchte jetzt meinen Account aufgeben, dann kann er verlangen, dass die seine persönlichen Daten von der Firma eben auch tatsächlich unwiderruflich gelöscht werden. Weiterhin hat er ein Auskunftsrecht, das heißt, er muss in Erfahrung bringen können, was der Zweck, also was der Inhalt der Daten, was der Zweck der Datenerhebung und die Art der Datenverarbeitung angeht. Und in dem Punkt muss die Firma dann eben auch eine transparente Information weiterleiten. Jetzt muss man dazu sagen, da gibt es ein paar Sonderfälle, wo das eben nicht notwendig ist, wenn eben Betriebsgeheimnisse oder Ähnliches eben hier preisgegeben werden würden. Standardbeispiel ist hier die Schufa, die eben den Bewertungsalgorithmus hier nicht öffentlich macht. Das sind so ein paar Sonderfälle. Aber im Prinzip muss die Firma eben mitteilen, wie das Ganze eben vonstatten geht. Und das Ganze auch in einer, wie soll man sagen, in einer vertretbaren Form, so dass man eben nicht sagt, ich möchte wissen, was für Daten ihr von mir nutzt und die Firma dann sagt, hier, es gibt 20 Anträge, können Sie ausfüllen und dann Servicegebühr von 500 Euro und dann kriegen wir die Daten. So darf es nicht sein, es muss eben verhältnismäßig sein. Dann, basierend darauf, hat er auch wirklich die Pflicht, diese Informationen weiterzugeben, mitunter schon bei Erhebung der Daten. Das heißt, wir kennen das alle, die riesigen AGB-Texte, die wir da lesen müssen, die wir dann auch akzeptieren müssen, bevor es dann weitergeht, da wird dann eben entsprechend auch hinterlegt, was mit diesen Daten passiert. Dann hat der Betroffene auch ein Recht auf Berichtigung. Das heißt, wenn er feststellt, dass Daten fehlerhaft sind, beziehungsweise wenn die Firma feststellt, dass Daten fehlerhaft sind und darauf eben auch fehlerhafte Entscheidungen getroffen werden, dann hat er wirklich das Recht, dass das eben auch ausgemerzt wird. Weiterhin hat er Recht auf Datenübertragbarkeit und zwar in einer im Regelfall maschinenverarbeitbaren Form. Das heißt, wenn er jetzt von einer Firma verlangt, bitte gib mir die Daten, die ihr von mir habt, damit ich das kontrollieren kann, dann darf nicht irgendwie der Paketbote mit 20 Paletten Papier anfahren, sondern es muss maschinenlesbar, maschinenübertragbar sein, so dass es auch für den Betroffenen einfach zu kontrollieren ist. Und er hat auch das Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung, beispielsweise wenn der Betroffene sagt, nö, die Daten sind falsch, die Firma sagt, nö, die Daten sind richtig, dann darf eben der Betroffene auch sagen, ja, dann dürft ihr meine Daten nicht verarbeiten, solange das nicht geklärt ist. Und über all dem hat jetzt diese Firma die Mitteilungspflicht, das heißt, sie muss quasi ständig den Betroffenen eine Information mitteilen oder mitgeben, was denn eben gerade der Stand der Daten ist, etc. pp. Also hier wird von dem Verarbeitenden maximale Transparenz verlangt. Das Ganze hat mal irgendein Jurist so formuliert, dass es ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist. Das heißt, dass ein grundsätzlich mal die Firmen nicht meine Daten verarbeiten dürfen, es sei denn, ich erlaube es ihnen. Ja? Und damit hat man einen relativ sauberen Stand als Betroffener, den man aber meistens dann eben über irgendwelche Freigaben, AGB etc. auch wieder ein bisschen aushöhlt. Aber das ist der Grundgedanke dahinter. So, dann schauen wir uns die einzelnen Fälle mal an. Beginnen wir mal mit diesem recht schrägen Sammelsurium Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz. Der Gedanke ist, der Nutzer muss die Möglichkeit haben, eben
die Information und Informationsverarbeitung zu analysieren. Und zwar, damit er weiß, dass es genau in dem Rahmen durchgeführt wird, wie er es erlaubt hat. Ja, weil im Prinzip, er möchte ja im Regelfall irgendwas von der Firma haben. Und wenn es auch nur ein Account im sozialen Netzwerk ist. Und er möchte aber wissen, was sie damit machen. Das heißt, dass er überhaupt die Möglichkeit erhält, zu prüfen, was denn die damit treiben, muss es eben irgendwie möglich sein, oder wird es eben gesetzlich sozusagen festgehalten, dass diese Möglichkeit existiert. Und dann prüft er eben entsprechend, ob die Verarbeitung genau so durchgeführt wird, wie angegeben. Ich habe keine Ahnung, wie der durchschnittliche User das macht, nur er hat das Recht dazu. So, dann. Das ist wiederum eine Sache, die relativ einfach auch rechtlich zu bewerkstelligen ist. Und zwar der Verantwortliche, der muss bekannt sein. Das heißt, es muss irgendjemanden entsprechend geben, wo man sagt, okay, der hat den Hut auf und der ist anzusprechen, wenn hier irgendwelche Fragen existieren. Das heißt, ich brauche Kontaktinformationen oder Kontaktdaten. Als nächstes geht es um die Zweckbindung. Hier geht es darum, wenn ich jetzt der Bank beispielsweise oder irgendeinem Kreditinstitut, ist egal, eine Erlaubnis gebe, meine Daten zu nutzen und dann eine Online-Verkaufsplattform eben auch wiederum eine Datennutzungsbescheinigung ausstelle und ich produziere jetzt irgendwelche Daten im Zuge meiner Bankaktionen und natürlich produziere ich auch noch mehr Daten wahrscheinlich beim Online-Einkaufen, dann ist es so, dass die Verarbeitung dieser Daten eben auf dieses einzelne System beschränkt ist. Das heißt, die Verarbeitung muss wie angegeben durchgeführt werden und die Daten dürfen dann nicht beliebig hin und her ausgetauscht werden. Gut, manche Firmen versuchen das irgendwie zu umgehen, Beispiel Facebook und WhatsApp, dass man einmal die AGBs von Facebook hatte und einmal die AGBs von WhatsApp und die ganzen dann irgendwie vermischt wurden. Aber grundsätzlich mal geht es eben darum, dass ich feststellen muss, dass die Verarbeitung der Daten genauso vonstatten geht, wie ich sie angegeben habe und nicht hier meine vertraulichen Bankdaten für irgendwelche Werbezwecke missbraucht werden. Nächste ist dann die Datenminimierung. Also für alle Daten, die ich produziere, muss festgestellt werden, werden sie für das, wofür sie jetzt benötigt werden, auch gespeichert, beziehungsweise sind sie für den angegebenen Zweck notwendig oder nicht. Und die nicht notwendig sind, die werden einfach oder dürfen nicht abgelegt werden. Ja? Das heißt, es muss dem Zweck angemessen sein und für die Zwecke der Verarbeitung auf das notwendige Maß beschränkt. Das heißt, ich darf nicht einfach mal prophylaktisch alle Daten einsammeln, mal gucken, wofür ich sie brauchen kann. Gut, dieser Ansatz ist natürlich der Albtraum eines jeden Datenanalysten, aber das ist die eigentliche Idee hinter der Datenminimierung, sodass wirklich nur das damit gemacht wird, wofür ich auch meine Zustimmung gegeben habe. Und eben alles andere darf eben nicht auf Halde gehalten werden, sondern muss eigentlich vernichtet werden. Dann ist es auch wichtig, dass die personenbezogenen Daten sachlich richtig und aktuell sind. Das heißt, wenn sie nicht mehr korrekt sind, dann müssen sie entfernt werden und durch neue gegebenenfalls ersetzt werden. Und hier geht es eben darum, dass die Verarbeitung korrekt ablaufen muss. Das ist natürlich das Ziel und daran haben ja eigentlich auch beide ein Interesse. In dem Zusammenhang müssen einfach unrichtige Daten gelöscht werden. Ja. Gut, ob man das jetzt wiederum kontrollieren kann, sei mal dahingestellt, aber im Wesentlichen ist das die Pflicht der verarbeiteten Instanz. Als nächstes geht es um die Speicherbegrenzung. Also im Prinzip, wenn ich jetzt hier eine Datennutzung erlaube und die dann zeitlich begrenze zu irgendeinem festen Stichtag und der Tag ist eben entsprechend angebrochen, dann müssen die Daten von dem verarbeitenden Institut eben entsprechend auch vernichtet werden, solange sie eben für den Zweck benötigt werden, danach eben entsprechend nicht mehr und das kann ich eben dann auch über die Datennutzung dann entsprechend einschränken.
Auch hier gilt, ob die Daten jetzt gelöscht werden oder nicht, ist natürlich schwer nachvollziehbar, aber auch hier gilt eben, dass die Firmen die Pflicht dazu haben. Letzter Punkt wäre dann noch die Datensicherheit. Das heißt, wenn wir Daten, persönliche Daten einer Firma anvertrauen, dann muss die sich auch darum kümmern, dass diese Daten nicht an irgendwelche zwielichtigen Gestalten weitergeleitet werden oder abgegriffen werden. Das heißt, sie müssen sich darum kümmern, dass eben entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen eben ergriffen wurden. Also das heißt, die Firma muss sich darum kümmern, dass hier ein Schutz vor Veränderungen, vor Verlust oder vor Missbrauch dieser Daten eben entsprechend stattfindet. Datensicherheit ist nicht Datenschutz, das sind zwar verschiedene Paar Schuhe, aber der Datenschutz erfordert eine gewisse Datensicherheit. Die ist in dem Bundesdatenschutzgesetz neu einigermaßen detailliert hinterlegt. Und dazu werde ich dann noch mein eigenes Video nachliefern, wo uns eben um das Thema Datensicherheit noch mal etwas intensiver kümmern. Ja, so viel von meiner Seite zum Thema Datenschutz. Und ja, für alles Weitere werden weitere Videos nachgeliefert. Bis denne.